Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Da geht es um die Gesundheitspolitik, beziehungsweise dazu wird debattiert, dass Gesundheit zunehmend digital wird. Apps für den Blutdruck, Online-Sprechstunden oder auch das elektronische Rezept, das alles ist auf dem Vormarsch. Und wer künftig zur Ärztin oder zum Arzt geht, der bekommt womöglich ein kleines Programm verschrieben und die Kasse zahlt das. Denn ab 2020, da sollen Ärzte nämlich Rezepte für Apps ausstellen dürfen. So plant es zumindest die Große Koalition. Vieles davon wird als sinnvoll erachtet im Alltag. Da helfen solche Apps ja Menschen beispielsweise dabei, an ihre Tabletten zu denken oder auch das eigene Gewicht im Blick zu haben oder an die Gymnastik, die der Physiotherapeut für zwischendurch empfohlen hat. Also das alles ein Gesetzentwurf der Bundesregierung. Mitberaten wird ein Antrag der Grünen-Fraktion. Da geht es ebenfalls um den digitalen Wandel im Gesundheitswesen. Und das Ganze ist jetzt aufgerufen worden hier von der Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth. Wir werden den ersten Redner hören, der ist schon angekündigt. Das wird der Abgeordnete Tino Sorge sein für die CDU-CSU-Fraktion. Und er ist Mitglied im Gesundheitsausschuss. Das liegt ja nahe, denn dort wird das Ganze dann entsprechend beraten werden. Ich höre keinen Widerspruch, dann ist es so beschlossen. Ich eröffne. Das bezog sich jetzt auf die Debattenlänge und damit ist diese Aussprache eröffnet mit Tino Sorge. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem Digitale Versorgungsgesetz, dem DVG, debattieren wir heute ein Gesetz, auf das wir alle, glaube ich, sehr lange gewartet haben. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Warten hat sich gelohnt. Wir machen Gesundheits-Apps per Rezept möglich. Wir bauen die Telematik-Infrastruktur, die Datenautobahn aus, damit sich Ärzte, Kliniken, Apotheken und Pflegeheime in einem ersten Schritt besser austauschen können. Wir ermöglichen mehr Videosprechstunden, wir ermöglichen mehr Telemedizin und wir wollen damit weniger Zettelwirtschaft und es wird Abschied vom Faxgerät sein. Und ich kann Ihnen auch sagen, auch die elektronische Patientenakte, die EPA, werden wir zum Laufen bringen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn wir von Digitalisierung sprechen, heißt das, dass wir Digitalisierung gestalten wollen. Wir wollen Patientenversorgung verbessern, wir wollen Potenziale nutzen, die durch die strukturierte Nutzung von Daten gerade im Gesundheitssystem möglich sind. Und was ich immer sehr schade in der Diskussion, in der Debatte finde, ist, dass wir diese Debatte nicht chancengetrieben führen. Natürlich hatten wir in der Vergangenheit auch Skandale. Wir hatten Vorgänge, wo durch unsachgemäßen Umgang mit Daten und sensiblen Gesundheitsdaten in der Öffentlichkeit der Eindruck erzeugt wurde, als würde da im Grunde alles drunter und drüber gehen. Aber der wirkliche Skandal um Gesundheitsdaten liegt woanders. Er liegt einerseits im unsachgemäßen Umgang mit diesen Daten, also wer in Anführungsstrichen so fahrlässig ist, diese Daten ohne Verschlüsselung auf irgendwelchen Portalen stehen zu lassen, das ist einfach nur fahrlässig. Und der andere wirkliche Skandal liegt darin, dass diese wichtigen, wertvollen Daten, die in der Medizin genutzt werden könnten, nicht genutzt werden, obwohl es für Patienten sinnvoll wäre, sie zu nutzen und obwohl sie in vielen Fällen Leben retten könnten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was wollen wir mit dem Gesetz erreichen? Wir wollen die Trillionen von Bytes an Daten, die jeden Tag anfangen, nutzbar machen. Diese wertvollen Daten nutzbar machen für eine Verbesserung der Patienten. Es geht dabei um Diabetespatienten, die heute schon ihre Werte per App unter Kontrolle erhalten können. Es sind weniger Arztbesuche möglich. Hautkrebs, radiologische Untersuchungen können viel, viel zuverlässiger als bisher Krankheitsbilder erkennen. Wir können mit künstlicher Intelligenz, mit Algorithmen den Arzt bei der Bilderkennung unterstützen. Und im Pflegeheim weiß die Nachtschicht viel genauer, wie es dem Patienten tagsüber ging, weil das nicht beim Schichtwechsel zugerufen und dahin gekritzelt wird, sondern weil es in der digitalen Patientenakte gespeichert wird. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, denken wir an Parkinson-Patienten, die ein Dutzend Medikamente einnehmen müssen. Für die ist der digitale Medikationsplan ein Quantensprung. Patienten werden erinnert, Falschdosierungen werden vermieden, Angehörige werden entlastet. Und genau darum geht es, um konkrete Verbesserungen für die Patientinnen und Patienten. Wenn wir über Daten diskutieren, müssen wir natürlich auch mit Augenmaß schauen, wie wir wichtige Akteure in
der Debatte einbinden. Da geht es darum, dass wir einerseits forschende Unternehmen, dass wir Forschungseinrichtungen und dass wir die Gesundheitswirtschaft einbinden. Denn medizinischer Fortschritt in Deutschland wird ganz maßgeblich in großem Umfang von Forschungseinrichtungen, aber auch von privaten Forschungseinrichtungen gestemmt. Und insofern glaube ich, dass das Forschungsdatenzentrum, was wir jetzt im Gesetzentwurf vorsehen, ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist. Denn es geht darum, durch Vernetzung vorhandener Daten zu ermöglichen, dass Forschung weiter vorangetrieben wird, dass neue Therapieansätze entwickelt werden können, dass bessere Patientenversorgung möglich ist. Aber wir dürfen dort nicht stehen bleiben. Wir müssen weitergehen. Wir müssen auch über die Möglichkeiten einer Datenspende zum Wohl der medizinischen datengestützten Forschung nachdenken. Und das müssen wir vorantreiben. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Bereich müssen wir uns auch darüber verständigen, wie wir gerade Digitalisierung auch im Rahmen des Digitalen Versorgungsgesetzes konkreter auch an Patientinnen und Patienten adressieren. Wir als Politik stellen häufig Digitalisierung noch sehr abstrakt dar, aber es geht konkret darum, den praktischen Mehrwert für jeden Einzelnen darzustellen. Und da geht es eben letztendlich darum, dass wir ein anderes Verständnis davon bekommen, wie Daten auch Versorgung verbessern. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe es angesprochen, wir haben lange auf dieses Gesetz gewartet. Wir wollen Digitalisierung gestalten. Viele Patienten warten darauf. Viele Patienten wollen digitale Möglichkeiten nutzen. Zur Erinnerung, wir haben erst vor kurzem die Dekade gegen Krebs ins Leben gerufen. Wir sagen alle, wir wollen Krebs irgendwann heilen. Und dazu ist es eben auch nötig, mit Forschung, mit Datenvernetzung diesen ersten großen Schritt zu gehen. Den großen Schritt gehen wir mit dem DVG. Lassen Sie uns gemeinsam vorangehen und weitere Schritte machen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Linus Sorge. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Jörg Schneider. Er ist Mitglied im Gesundheitsausschuss. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer! Gesundheit ist ein Thema, was uns alle angeht, und insofern hoffe ich, dass ganz viele Bürger auch diese Debatte verfolgen. Und ich möchte einen Großteil meiner Redezeit einfach dafür nutzen, für die Digitalisierung im Gesundheitswesen zu werben. Stellen Sie sich vor, ein Arzt macht eine Röntgenaufnahme. Er gewinnt wesentliche Erkenntnisse, wenn er diese Aufnahme vielleicht mit einer älteren Aufnahme vergleichen kann. Das ist aber heute oft nicht gegeben. Man hat durch Umzug den Arzt gewechselt, man ist vielleicht gerade beruflich an einem anderen Ort. Unsere Gesellschaft ist mobiler geworden. Der Hausarzt, der einen über Jahrzehnte betreut, das ist heute eben halt nicht mehr der Regelfall. Hier entstehen Lücken im Informationssystem, und ich denke mir, mit Digitalisierung können wir diese Lücken schließen. Der Arzt hat dann wirklich die Möglichkeit, mit wenigen Klicks auch auf die alten Aufnahmen zurückzugreifen. Und mehr ist noch möglich. Wir sind eine älter werdende Gesellschaft. Menschen leiden an mehreren Krankheiten. Ist denn wirklich gewährleistet, dass sich die Fachärzte untereinander absprechen? Oft ist es dann der Apotheker, der merkt, da sind zwei Medikamente verschrieben worden von zwei Fachärzten, und die heben sich in ihrer Wirkung auf. Solche Fehler können wir mit der Digitalisierung wesentlich systematischer erkennen. Das spart Kosten und es erhöht natürlich den Erfolg auf eine Heilung. Und auch in der Wissenschaft ist eine ganze Menge möglich. Ein Beispiel. Ungefähr 5% aller Neugeborenen entwickeln einen sogenannten Blutschwamm. Dafür gab es ganz lange eigentlich keine wirklich wirksame Therapie. Und dann ist eine Krankenschwester zufällig darauf gestoßen, Kinder, die gleichzeitig wegen eines Herzproblems ein bestimmtes Medikament erhielten, bei denen verschwand dieser Blutschwamm. Und so wurde zufällig eine wirksame Therapie gefunden. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Millionen von Patientendaten über Jahrzehnte gesammelt, das Ganze anonymisiert und wissenschaftlich ausgewertet. Vielleicht gelingt es uns ja zu entdecken, dass Menschen, die als junge Patienten eine bestimmte Therapie erhielten, im Alter nicht an Alzheimer erkrankten. Und wir finden auf diese Art und Weise dann eben halt nicht mehr so ganz zufällig, sondern systematisch heraus, und wir finden tatsächlich eine Prävention gegen diese schreckliche Krankheit. Ich möchte Sie deswegen alle bitten, in den vielen Gesprächen, die Sie führen mit Bürgern, machen Sie Werbung für die Digitalisierung, machen Sie den Leuten klar, dass es ihnen was nutzt, und kämpfen Sie mit mir gemeinsam gegen die Vorbehalte, die da immer noch bestehen. Wir werden deswegen als AfD diesen Prozess wohlwollend begleiten, aber natürlich auch ein bisschen kritisch. Und erlauben Sie mir zum Schluss drei kritische Anmerkungen. In diesem Gesetzentwurf ist vorgesehen, dass sich
Krankenkassen auch an Start-ups beteiligen sollen. Start-ups liefern Produkte, Krankenkassen bezahlen diese Produkte. Ich denke, es ist immer sinnvoll, dass eine gewisse Distanz zwischen der Krankenkasse und dem Lieferanten besteht. Wir sollten die Krankenkassen gar nicht erst in den Verdacht setzen, dass sie vielleicht ein bestimmtes Produkt bewerben, nicht weil es gut ist, sondern weil sie an dem Lieferanten beteiligt sind. Der zweite Punkt, Telemedizin. Die größte Gruppe der Patienten sind ältere Menschen und die haben oft nicht so diese Affinität zu PC und Bildschirm. Und wenn wir jetzt tatsächlich das persönliche Gespräch des Arztes mit dem Arzt ersetzen durch ein Bildschirmgespräch, vielleicht in einer problematischen Situation, wo es um eine negative Prognose geht, ich glaube, wir müssen sehr aufpassen, dass wir an der Stelle nicht über das Ziel hinausschießen. Und der dritte Punkt, wir haben immer noch über 100 Krankenkassen. Und jetzt kommen Sie bitte nicht mit dem Begriff Wettbewerb. Das Korsett des Sozialgesetzbuchs 5 ist so eng, für das bisschen Wettbewerb, was da möglich ist, brauchen wir nicht über 100 Krankenkassen. Diese 100 Krankenkassen sorgen aber für bürokratische Monstren, zum Beispiel den morbiditätsbedingten Risikostrukturausgleich. Das hört sich nicht nur so schlimm an, das ist auch so schlimm. Ich denke, wir könnten uns vielleicht darauf verständigen, dass wir die Zahl der Krankenkassen auf eine einstellige Zahl reduzieren. Wenn wir heute schon so weit wären, nun, dann wären wir vielleicht auch mit der Digitalisierung schon ein ganzes Stück weiter. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Jörg Schneider war das für die AfD-Fraktion. Und wir hören jetzt hier weiter für die Sozialdemokraten Sabine Dittmar, die gesundheitspolitische Sprecherin. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich persönlich verbinde große Erwartungen und Hoffnungen mit der Digitalisierung unseres Gesundheitswesens. Und drei Punkte sind dabei für mich und für meine Fraktion besonders wichtig. Zum einen die konsequente Herstellung von Transparenz für den Patienten in der Versorgung bei Wahrung seiner Datensouveränität. Zum Zweiten die nachhaltige Weiterentwicklung und digitale Modernisierung unserer Versorgungsstrukturen und zum Dritten die bürokratische Entlastung der Beschäftigten und letztendlich aller Akteure im Gesundheitswesen. Und wir werden deshalb zeitnah die elektronische Patientenakte als künftiges Herzstück der Versorgung auf den Weg bringen. Denn wir wollen endlich die Patientinnen und Patienten in die Lage versetzen, vollständigen Einblick in ihre eigene Versorgung zu nehmen, sofern sie das möchten. Denn nur ein informierter Patient kann auch Verantwortung in eigener Sache übernehmen und als echter Partner im System auftreten. Und davon bin ich gerade als Ärztin überzeugt. Digitalisierung bedeutet für mich aber vor allem auch Innovation in der Versorgung für die Patientinnen und Patienten. Ob digitale Unterstützung für chronisch Kranke, Kollege Sorge hat die Beispiele vom Diabetiker und vom Parkinson-Patienten genannt, ob es das elektronische Rezept ist, die telemedizinische Versorgung, vor allem im ländlichen Raum, die Videosprechstunde oder das Telekonzil, das spezialmedizinische Kompetenz in die Fläche bringen kann. Die Digitalisierung bietet immense versorgungspolitische Chancen. Und ebenso eröffnet sie durch Straffung administrativer Abläufe und Strukturen enorme Chancen für den Arbeitsalltag. Wir gestalten dadurch unser Versorgungssystem nicht nur für alle komfortabler, sondern vor allem auch effizienter. Und das nutzt den Beschäftigten, der Pflegekraft, den Medizinern, den Fachangestellten genauso und bringt viel mehr Zeit für die Patientinnen und Patienten. Ich glaube, meine Kolleginnen und Kollegen, wir stehen an der Schwelle zu einem epochalen Wandel unserer Gesundheitsversorgung. Und unsere Verantwortung dabei ist es, diesen Wandel zu gestalten, Mut zu machen und Rahmenbedingungen zu schaffen, die das Vertrauen in unser Gesundheitssystem stärken. Und deshalb sage ich in Richtung aller Skeptiker, wir als SPD werden dafür Sorge tragen, dass die Digitalisierung zunächst der Versorgung der Menschen dient, ohne dabei ihre integralen Persönlichkeits- und Datenschutzrechte in Mitleidenschaft zu ziehen. Die Digitalisierung braucht nach dem E-Health-Gesetz von 2015 einen neuen Schub. Und deshalb noch ein paar Anmerkungen zum vorliegenden Gesetzentwurf.
Wir werden den Innovationsfonds beim gemeinsamen Bundesausschuss verlängern und den Projekten, die sich bewährt haben, den Weg in die Regelversorgung ebnen. Der Entwurf sieht hier aber auch einige Detailregelungen vor, die wir in der Anhörung am 16. Oktober noch genauer besprechen müssen. Genauso die Frage der Erstattungsfähigkeit digitaler Anwendungen durch Entscheidungen des BfArM. Denn ich sage hier, ja, wir wollen grundsätzlich den schnellen Zugang für Patientinnen und Patienten. Aber die qualitätsorientierte Bestimmung des Leistungsumfangs in der gesetzlichen Krankenversicherung ist zunächst einmal Aufgabe der Selbstverwaltung und nicht der Regierung und ihrer nachgeordneten Behörden. Und ich will hier gleich noch hinzufügen, von der angedachten Anlehnung an das AMNOG-Verfahren, Stichwort freie Preisbildung im ersten Jahr, muss man mich und die SPD auch erst noch überzeugen. Und mein letzter Punkt, Frau Präsidentin, bevor ich schließe, betrifft die angedachte Förderung von Innovationen aus Haushaltsmitteln. Krankenkassen sind Körperschaften des öffentlichen Rechts und nicht zur Startabförderung da. Und wenn dann überhaupt, nur in ganz, ganz engen Grenzen und unter strengen Vorgaben. Ich denke, das wird eine spannende, eine interessante parlamentarische Beratung. Ich freue mich darauf, sage herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Sabine Dittmar. Nächste Rednerin für die FDP-Fraktion, Christine Aschenberg-Lugnus. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Wir befassen uns heute mit dem Digitale Versorgungsgesetz. Und lassen Sie mich vorweg bitte eines ganz deutlich sagen. Wir als FDP-Bundestagsfraktion sehen die Digitalisierung als echte Chance für unser Gesundheitswesen und seine künftigen Herausforderungen, und zwar im Sinne der Patientinnen und Patienten. Daher ist es auch gut, dass von der Regierung nun endlich ein Gesetzentwurf zu diesem Thema auf den Tisch gekommen ist. Positiv ist, dass Ärzte Gesundheits-Apps wie Tagebücher für Diabetiker oder Apps für Menschen mit Bluthochdruck nun verschreiben können. Denn das hilft den Menschen tatsächlich in ihrer täglichen Versorgung. Ebenso ist der Ausbau der Telematik-Infrastruktur für Ärzte, Apotheken und Krankenhäuser richtig. Denn die Telematik, meine Damen und Herren, ist eine große Chance, unsere hochwertige Versorgung gerade in ländlichen Regionen auch in Zukunft sicherzustellen. Ebenso begrüßen wir die neu vorgesehene Möglichkeit der Krankenkassen, digitale Versorgungsinnovationen zu fördern. Erfreulich ist auch, es wurde eben gerade genannt, dass der Innovationsfonds verlängert werden soll. Der Gesetzentwurf geht also auch aus unserer Sicht in die richtige Richtung. Was jedoch fehlt, meine Damen und Herren, ist eine übergeordnete Gesamtstrategie für ein digitales Gesundheitswesen. Meine Damen und Herren, wir müssen doch Ziele definieren, die dann auch fortgeschrieben werden müssen. Was wir brauchen, ist eine Koordinierungsstelle, die den Digitalisierungsprozess kontinuierlich begleitet und eben auch korrigierend eingreift. Einzelmaßnahmen wie jetzt im Gesetz reichen da nicht aus. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass im vorliegenden Gesetz die sektorenübergreifende mobile Vernetzung, also zwischen Kliniken untereinander, aber auch zwischen Kliniken und Hausärzten und dem Pflegepersonal fehlt. Hier brauchen wir einen schnellen und sicheren Austausch über Diagnose und Therapie. Wie wichtig das ist, habe ich in der eigenen Familie erlebt, wenn die eigene Mutter Freitagabend einen Schlaganfall erleidet und der behandelnde Kardiologe nicht zu erreichen ist. Dann wäre es damals schon schön gewesen, wenn die Behandlungsdaten nicht erst am Montag vorgelegen hätten. Deshalb ist es so wichtig, zwischen allen beteiligten Systemen und sektorenübergreifend eben auch zusammenzuarbeiten und diese wichtigen Informationen auszutauschen. Interoperabilität ist dabei ein wichtiges Stichwort. Und meine Damen und Herren, es müssen auch endlich Schnittstellenstandards geschaffen werden. Entscheidend ist aber auch, dass wir bei den Bürgern und vor allen Dingen auch bei den Ärzten und Patienten um Vertrauen und Akzeptanz werben. Dabei dürfen der Datenschutz und Sicherheitslücken im System nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Es geht hier um sehr sensible Daten.
Bei der Patientenakte, die ja auf Druck des Justizministeriums jetzt nicht mehr Gegenstand des Gesetzes ist, wollte Minister Spahn ja, dass die elektronische Akte nicht individuell einsehbar ist. Das heißt, jeder konnte oder sollte alles sehen. Ich kann verstehen, dass eine junge Frau nicht möchte, dass der Augenarzt oder später der Physiotherapeut weiß, dass sie vielleicht gerade eine Fehlgeburt erlitten hat. Deshalb ist es für uns ganz wichtig, dass die elektronische Patientenakte individuell einsehbar sein muss. Sonst verlieren wir das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Meine Damen und Herren, hier müssen Sie dringend nachbessern. Und bei allen Innovationen und technischen Möglichkeiten dürfen wir auch eins nicht vergessen: Die Datenhoheit gehört in die Hand der Patientinnen und Patienten. Daher müssen der Datenschutz und vor allen Dingen die Selbstbestimmung über unsere Gesundheitsdaten immer an oberster Stelle stehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Christine. Ja, wenn es den Patienten möglich sein soll, nach diesem Gesetzentwurf auf elektronische Patientenakten zuzugreifen, beispielsweise natürlich der Datenschutz, das ist hier mehrfach schon angesprochen worden, der muss natürlich gewährleistet sein, und da muss man eine gute Regelung finden im Verfahren, im parlamentarischen. Achim Kessler jetzt für die Linke. Dass allein in Deutschland über 13.000 hochsensible Patientendaten über Jahre ungeschützt im Netz einsehbar waren. Mir und vielen Menschen bereitet diese Meldung großes Unbehagen. Und ich hätte an der Stelle gerne den Gesundheitsminister gefragt, ob es ihm nicht auch so geht. Aber offensichtlich ist das Thema ja nicht so wichtig für ihn. Denn gerade in deutschen Arztpraxen und Krankenhäusern gibt es keine sichere und keine einheitlichen IT-Standards. In einer solchen Umgebung wäre sogar eine ausgereifte und sichere elektronische Patientenakte ein großes Risiko. Und ich finde es einen unglaublichen Skandal, dass Sie dieses Problem schlicht und ergreifend ignorieren. Der Gesundheitsminister betont bei jeder Gelegenheit, dass die Hoheit über die eigenen Daten bei den Patientinnen und Patienten liegen muss. Aber bereits mit dem ersten ernstzunehmenden digitalen Angebot der elektronischen Patientenakten wird genau dieses Versprechen gebrochen. Denn die Patientinnen und Patienten werden eben zunächst nicht entscheiden können, welche Daten sie welchem Arzt oder welchem Therapeuten zur Verfügung stellen wollen. Wer die elektronische Patientenakte nutzen möchte, muss alle Daten, zum Beispiel über einen Schwangerschaftsabbruch, zum Beispiel über eine psychische oder eine Infektionserkrankung, allen Behandelten zur Verfügung stellen. Dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip ist ein gravierender Verstoß gegen das Bürgerrecht auf Datenhoheit. Dazu sagt meine Fraktion Nein. Meine Damen und Herren, digitale Anwendungen, zum Beispiel Gesundheits-Apps, könnten helfen, Patientenrechte gegenüber Ärzten und Krankenkassen besser durchzusetzen. Sie könnten den Zugang zu Informationen über Krankheiten und Therapien erleichtern und damit das Verständnis und die Selbstbestimmung der Patientinnen und Patienten erhöhen. Dazu müsste aber, wie bei allen anderen Behandlungen das ja auch üblich ist, die nützlichen von den überflüssigen oder sogar schädlichen unterschieden werden. Das aber ist genau nicht das Ziel von Herrn Spahn. Denn es ist kein Zufall, dass erstmals eine Bundesbehörde über die Erstattungsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung entscheiden soll. Die am medizinischen Nutzen orientierte Zulassung durch den gemeinsamen Bundesausschuss wird ersetzt durch lasche Prüfkriterien per Anweisung direkt aus dem Gesundheitsministerium. Das ist nichts anderes als ein Förderprogramm für die IT-Industrie und eine weitere Schwächung der Selbstverwaltung. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, bitte stimmen Sie dieser neoliberalen Zumutung aus dem Hause Spahn nicht zu. Das wäre gut für die Versicherten, das wäre aber auch gut für Ihre eigene Glaubwürdigkeit. Nach dem Gesetzentwurf sollen digitale Anwendungen 12 Jahre lang ohne jeden Nachweis des medizinischen Nutzens und ohne jede Kostenkontrolle von den Krankenkassen erstattet werden. Die Versicherten werden zu Versuchskaninchen in einem riesengroßen Feldversuch. Mit seriöser Gesundheitspolitik hat das wirklich nichts mehr zu tun. Aber noch schlimmer, Sie wollen allen Ernstes die gesetzlichen Krankenkassen zu Investoren in der IT-Branche machen. Den Krankenkassen wird die Spekulation mit Beitragsgeldern ermöglicht, indem sie Anteile von IT-Unternehmen kaufen können. Diese Zweckentfremdung von Beitragsgeldern ist ein Skandal und muss beendet werden.
Ich fordere den Gesundheitsminister auf, die Interessen der IT-Industrie nicht länger auf Kosten der Patientinnen und Patienten zu bedienen. Nehmen Sie bitte die Datenhoheit und die informationelle Selbstbestimmung der Versicherten endlich ernst. Dafür hätten Sie die Unterstützung der Linken für den vorliegenden Gesetzentwurf, haben Sie sie nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Kessler. Ich will Sie informieren, dass für die heutige Sitzung Jens Spahn entschuldigt ist. Nächste Rednerin, Maria Klein-Schmeink für Bündnis 90 Die Grünen. Sie Sprecherin für Gesundheitspolitik. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrter Herr Staatssekretär, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das heutige Gesetz ist ja lang, lang angekündigt worden. 18 Monate haben wir eigentlich auf den großen Wurf gewartet. Und tun wir ein digitales Versorgungsgesetz, was man eigentlich reduzieren muss auf Apps, auf Rezept und noch schlimmer Wirtschaftsförderung für digitale Anwendungen zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung. Das kann der große Wurf in Sachen Digitalisierung im Gesundheitswesen ja wohl nicht gewesen sein. Und das ist noch weniger eine Antwort darauf, dass wir tatsächlich einen empfindlichen Rückstand bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen haben und einen echten Innovationsstau, dass wir es eben gerade nicht schaffen, die Möglichkeiten der Digitalisierung für die Patientinnen und Patienten und für eine gute Versorgung nutzbar zu machen. Und wenn ich das Gesetz nehme, dann kann man ganz klar sagen, es fehlt eine Gesamtstrategie und benannte Akteure, die dafür sorgen, alle, die für die Versorgung wichtig sind, an einer Digitalisierungsstrategie zu beteiligen. Es fehlt eine Standardsetzung und Formulierung von Standards, damit alle, die in der Versorgung tätig sind, dann auch mit gleichen Standards arbeiten und überhaupt Daten austauschen können. Und, das ist das Wichtigste, es fehlt eine konkrete und durchgängige Patientenbeteiligung. Und das, meine Damen und Herren, ist schon der Kardinalfehler an dieser gesamten Herangehensweise. Und das ist auch der Grund, warum das Kernstück einer Digitalisierung im Gesundheitswesen, nämlich die elektronische Patientenakte, jetzt nicht im Gesetz ist. Weil es sollte tatsächlich eine Form kommen, wo die Patientinnen und Patienten nicht hätten entscheiden können, wer denn eigentlich welche Informationen, welche Daten sehen darf, sondern sie hätten sich entscheiden müssen, hopp oder top, mache ich mit bei der Patientenakte. Dann sieht auch jeder, der da Leistungserbringer ist und der mächtig ist, alles. Und so zerstört man Vertrauen, so schädigt man den Ruf der elektronischen Patientenakte, bevor sie überhaupt in die Anwendung gekommen ist. Und das werfe ich dem Minister auch tatsächlich vor, weil in der Tat ist ja die elektronische Patientenakte durchaus ein sehr, sehr hilfreiches Instrument, um den Informationsaustausch in der Versorgung zu verbessern, um dahin zu kommen, dass wir sektorübergreifend und berufsgruppenübergreifend versorgen können. Und das ist ein großes Manko. Wir haben einen umfangreichen Antrag vorgelegt, in dem wir zeigen, dass wir als erstes die Patientenorientierung brauchen, dass wir als zweites die Strategie brauchen, damit wir sicherstellen, dass alle Akteure im Gesundheitswesen und in der Forschung auf gleicher Grundlage unterwegs sind. Und wir müssen ganz klar sicherstellen, dass es am Ende nie um einen Selbstzweck Digitalisierung gehen kann, sondern immer darum gehen muss, der Patientennutzen steht vorne und die Souveränität der Patientinnen und Patienten steht vorne. Sie müssen diejenigen sein, die bestimmen, ob und wie die Patientenakte genutzt wird. Und da muss ich sagen, da ist der Gesetzentwurf weit hinter dem zurück, was wir eigentlich brauchen. Ja, zum jetzigen Zeitpunkt schon deutlich, gerade bei der elektronischen Patientenakte, so wie das jetzt im Moment im Gesetzentwurf vorgesehen ist, da gibt es anscheinend noch sehr viel Gesprächsbedarf. Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Klein-Schmeink, lassen Sie mich was zu Ihren Ausführungen sagen bezüglich des großen Wurfs. Digitalisierung ist für mich ein Prozess, der über viele Jahre geht. Und die entscheidende Frage ist doch, wo stehen wir
momentan. Wir haben lange Jahre gehabt, wo sich gar nichts bewegt hat, wenn man an die elektronische Gesundheitskarte denkt, die ja auch von Rot-Grün auf den Weg gebracht worden ist, die immer stotterte, kein Schritt nach vorne. Und jetzt sind wir an einem Punkt, beginnend in der letzten Legislaturperiode unter Hermann Gröhe, wo das Thema E-Health, Digitalisierung, an Fahrt aufnimmt. Wir haben in der letzten Legislaturperiode das Thema Interoperabilität, dass die Systeme miteinander kommunizieren können, gelöst. Wir haben mit der Telematikinfrastruktur sichere Übertragungswege geschaffen. Ich gebe ganz offen zu, dass ich das lange sehr, sehr kritisch gesehen habe, aber ich glaube, dass es richtig ist. Und jetzt mit dem digitalen Versorgungsgesetz kommt ein weiterer Baustein dazu, nämlich entscheidend, dass die Digitalisierung auch bei den Patientinnen und Patienten ankommt, wenn es darum geht, dass es Frühwarnsysteme gibt, wenn es um die Behandlung geht, wenn es um die Kontrolle von Behandlung geht. Es sind viele, viele Beispiele. Lassen Sie mich aber auch eins deutlich sagen. Das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen kriegen wir nur dann voran, wenn wir eine entsprechend leistungsfähige Infrastruktur haben. Und das muss an dieser Stelle auch mal gesagt werden, dass das Thema Breitbandausbau eine der Grundvoraussetzungen ist, um beim Thema Digitalisierung voranzukommen. Was bedeutet Digitalisierung im Gesundheitswesen? Meine sehr verehrten Damen und Herren, da geht es nicht nur um Datenverarbeitung, um Dokumentation und um Vernetzung, sondern es geht um konkrete Unterstützung in der Versorgung, es geht um Videosprechstunden, es geht um Telemonitoring und vieles, vieles mehr. Und lieber Herr Schneider, was mich an Ihrer Rede als Oppositionspolitiker von der AfD beeindruckt hat, war, dass Sie einer der ganz wenigen Oppositionspolitiker waren, die das Thema Chancen der Digitalisierung auch mal nach vorne getragen haben. Dafür ein herzliches Dankeschön für diese wohltuende Rede. Mit dem digitalen Versorgungsgesetz wollen wir in der Tat Apps schneller in die Versorgung bringen. Und lieber Herr Kessler, man kann darüber streiten, was der richtige Weg ist, ob wir sagen, wir prüfen Apps erst relativ lange und lassen sie dann zu, oder ob wir schon sagen, wie es in dem ganzen System der Digitalisierung ist. Es ist disruptiv. Wir müssen auch den Aspekt Schnelligkeit berücksichtigen. Und ich glaube, wir haben da einen guten Mittelweg gefunden, dass wir eben die Chance eröffnen, dass das BfArM prüft, ob das plausibel ist, dass es Verbesserungen in der Versorgung bringt, aber dass wir auch den Aspekt der Schnelligkeit berücksichtigen. Ich glaube, das ist uns, das können wir diskutieren, das werden wir diskutieren, aber ich glaube, dass das ein vernünftiger und richtiger Ansatz ist. Und ich halte es auch für richtig, dass die Krankenkassen die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen. Da geht ein starkes Signal aus an diejenigen, die in der Digitalisierung tätig sind, dass sie sagen, dass der Gesundheitssektor ist ein Bereich, wo wir uns engagieren können. Und dass das der richtige Weg ist, zeigt ja auch, dass die privaten Krankenversicherungen sich ebenfalls mit einem Fonds von 100 Millionen Euro beteiligen. Wir sollten das Gesetz aber auch nutzen, um über Dinge wie Datenschutz zu diskutieren, darüber zu diskutieren, wie wir Daten nutzen können und vielleicht auch über das Thema künstliche Intelligenz. Digitalisierung im Gesundheitswesen ist vielleicht auch eine Chance für den Standort Deutschland. Ich habe vor einiger Zeit einen tollen Artikel von einem Professor Jürgen Schmidhuber gelesen, der ja uns deutlich gemacht hat, dass wir eigentlich alle Chancen in Deutschland haben, weil wir gute Daten haben, dass wir KI nutzen können und dass das auch ein Erfolgsfaktor in Deutschland sein kann. Und deswegen, ich komme zum Schluss, deswegen lassen Sie uns auch über solche Themen diskutieren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Michael Henrich. Nächster Redner, Dirk Heidenblut für die SPD-Fraktion. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Damen und Herren auf der Tribüne. Ich will erst mal sagen, ja, wir haben lange auf diesen Gesetzentwurf gewartet, aber, und da sehe ich das etwas anders als meine Kollegin von den Grünen,
Dieser Gesetzentwurf wirft genau an den Punkten, mit denen wir noch nicht uns beschäftigt haben, und das will ich zu dem großen Wurf eben auch mal deutlich sagen. Wir haben ja nicht gewartet und nichts gemacht. Wir haben uns in dieser ganzen Zeit mit mehreren Punkten bereits beschäftigt und das an anderen Gesetzesstellen, ob das das elektronische Rezept ist oder ob das auch die Frage der elektronischen Patientenakte dem Grunde nach ist oder ob das eine Strukturfrage in der Gematik ist, die ganz zentral zur Weiterentwicklung führen wird. Also wir haben uns schon mit vielen Punkten beschäftigt und dieses Gesetz greift jetzt viele weitere Punkte auf, die wichtig sind und die wir auch in der Vergangenheit mehrfach gefordert haben. Insofern erstmal danke für die Vorlage des Gesetzes, das endlich da ist und das uns jetzt die Möglichkeit gibt, und ich bin jetzt sozusagen in der glücklichen Position, zum zweiten Mal von dem Schub, den wir bringen wollen, zu reden, denn ich war schon beim E-Health-Gesetz in der letzten Legislaturperiode dabei, nochmal weiteren Schub reinzubringen. Ich bin mir ganz sicher, das E-Health-Gesetz der letzten Periode hat schon Schub reingebracht, denn das, was wir an Entwicklung bereits in der EPA erleben, das hätte es ohne das nicht gegeben. Das heißt natürlich nicht, dass auch mit Blick an das Ministerium, dass das Gesetz jetzt sozusagen all die Dinge erfüllt, die wir uns so vorstellen würden und dass all das, was drinsteht, wir jetzt ohne weiteres richtig auf den Weg bringen können. Die Kollegin Dittmar hat schon einige Punkte gesagt. Ich will noch einen Punkt bei der Frage der Apps zusätzlich erläutern, nämlich, dass wir hier im Gesetz eine Regelung haben, die möglicherweise den Einsatz von Apps, deren Nutzen, da kommen wir auch noch mal zu, wie auch immer bewertet ist, den Einsatz von Apps nicht mehr von einer Verordnung, nicht mehr von ärztlicher oder psychotherapeutischer Draufgucken abhängig macht, sondern sozusagen von der Vergabe durch die Krankenkassen. Das ist schon ein Systembruch, da muss man noch mal hingucken, weil letztlich Gesundheits-Apps, insbesondere Gesundheits-Apps, die in das System hineinwirken, Auswirkungen auf den Behandlungsprozess haben. Und da würde ich schon erwarten, dass die Zuständigen, die wir auch sonst im Bereich des Verordnungsweges haben, da auch mit draufgucken, sonst kann die gesamte Behandlung gefährdet sein. Und nun bin ich ja total glücklich, weil ich ein absoluter Verfechter der elektronischen Patientenakte bin, dass insbesondere die Kollegen von den Linken dieses Thema hier so aufgebracht haben und so deutlich auf unsere weitere Entwicklung in der elektronischen Patientenakte hingewiesen haben. Ja, da steht im Gesetz eigentlich gar nichts drin. Und ja, da steht schon gar nicht das drin, was Sie hier erzählt haben. Deswegen frage ich mich allen Ernstes, wieso Sie das hier erzählen. Denn genau vor dem Hintergrund, dass wir uns mit der elektronischen Patientenakte, die natürlich in der Hoheit der Patientinnen und Patienten liegen muss, und im Übrigen das ganze Gesetz lebt davon, dass wir es in die Hoheit der Patientinnen und Patienten bringen, genau deswegen, weil wir uns damit eben noch mal detailliert beschäftigen wollen, die Kollegin, ich weiß, nein, wird nicht, tut mir leid, Maria, ich hätte, genau. Alles klar, ist gut, dann rede ich weiter. Genau deswegen, weil wir uns damit noch mal beschäftigen wollen, wird das ja in einem nächsten Schritt noch mal sehr deutlich erfolgen und konkretisiert werden. Und natürlich ist es auch in unserem Interesse, dass Patientinnen und Patienten, die eine solche Akte nutzen, dann auch die Hoheit und die Möglichkeit haben, darüber so zu verfahren, wie sie das gerne wollen und das zu öffnen an den Stellen, wo es nötig ist und wo sie es wollen und eben da nicht, wo sie es dann auch nicht wollen. Das gilt übrigens auch für die Apps, denn auch der Einsatz der Apps wird stark abhängig gemacht davon, ob die Patientinnen und Patienten sie denn auch haben wollen. Sie müssen letztlich und können da aktiv werden. Aber wir schaffen einen Anspruch darauf, dass sie künftig Gesundheits-Apps finanziert kriegen. Und das ist das Wichtige. Wir schaffen die Voraussetzungen, wir schaffen die Ansprüche, wir sorgen dafür, dass durch Digitalisierung das Gesundheitssystem besser wird. Wir sollten die Chancen sehen in dieser Digitalisierung und wir werden auch bei der EPA dafür sorgen, dass es für die Patientinnen und Patienten im Patientennutzen ein vernünftiges Instrument wird. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Heidenblut. Für die SPD-Fraktion hat Dirk Heidenblut gesprochen und jetzt hören wir hier den letzten Redner zu diesem Tagesordnungspunkt, Stefan Pilsinger für die Unionsfraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, seit Jahren wird viel über das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen geredet. Die Koalition und Jens Spahn reden nicht nur. Mit dem heute vorgelegten Digitale Versorgungsgesetz wird auch jetzt eine Lösung für dieses wichtige Problem gefunden. Wir haben diesen Schritt vorbereitet. Im Mai dieses Jahres ist das Terminservice- und Versorgungsgesetz in Kraft getreten. Damit haben wir die Voraussetzung für die Einführung einer elektronischen Patientenakte geschaffen. Mithilfe dieser Akte können Patientinnen und Patienten sowie die weiteren Beteiligten im Gesundheitswesen einfach, sicher und schnell auf wichtige Behandlungsdaten zurückgreifen. Ein wichtiger Punkt für die Akzeptanz einer solchen digitalen Akte ist dabei, die Kontrolle über die Daten bleibt stets bei den Patientinnen und Patienten selbst.
Unser Ziel ist es, den Umgang mit der digitalen Akte Alltag werden zu lassen. Deshalb ist sie auch ohne den Einsatz der elektronischen Gesundheitskarte jederzeit und an jedem Ort mit dem Smartphone oder Tablet erreichbar. Mit der Einführung der elektronischen Patientenakte verbessern wir die Versorgung der Patientinnen und Patienten in Deutschland entscheidend. Sie hilft nicht nur im Notfall, indem sie Rettungskräften und Notärzten den Zugriff auf wichtige Patientendaten ermöglicht. Sie kann mehr. Durch einen integrierten elektronischen Medikationsplan warnt sie vor Unverträglichkeiten oder verwaltet Daten aus Gesundheits-Apps. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit diesem Gesetz handeln wir, weil es notwendig ist, vor allem im Bereich des Gesundheitswesens war der rechtliche Rahmen für das Implementieren digitaler Lösungen und neuer innovativer Versorgungsformen zu wenig adaptiv und agil. Vor dem Hintergrund und zunehmender Herausforderungen durch eine alternde Gesellschaft, den Fachkräftemangel in den medizinischen Berufen und eine Versorgung Unterversorgung in strukturschwachen Regionen können wir uns eine Vernachlässigung der Digitalisierung in unserem Gesundheitssystem einfach nicht mehr leisten. Aus diesem Grund schaffen wir mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nun endlich die notwendigen Rahmenbedingungen für die Einführung umfassender digitaler Versorgungsstrukturen im deutschen Gesundheitswesen. Das digitale Versorgungsgesetz setzt dabei vor allem auf drei wichtige Punkte. Erstens und am wichtigsten, die Patientinnen und Patienten profitieren. Sie erhalten einen gesetzlich geregelten Leistungsanspruch auf digitale Gesundheitsanwendung und sie genießen die Vorteile einer stärkeren Einbindung telemedizinischer Anwendungen wie beispielsweise Telekonsilien oder Videosprechstunden. Zweitens, die Digitalisierung im Gesundheitswesen wird auf weitere Bereiche ausgedehnt. Das betrifft vor allem die Pflicht zur Anbindung an die Telematikinfrastruktur. Auch Kliniken und Apotheken sollen nun einen verpflichtenden Zugang erhalten. Und drittens, die Förderung digitaler Innovation im Gesundheitswesen wird in allen Bereichen vorangetrieben. So können die Krankenkassen nun erstmals aktiv in die Entwicklung digitaler Projekte investieren. Zudem wird der bewährte Innovationsfonds bis 2024 mit 200 Millionen Euro jährlich fortgeführt und darüber hinaus weiterentwickelt. Das ist nicht nur im höchsten Maße sinnvoll, das sorgt nicht nur für eine Verbesserung der Qualität und der Wirtschaftlichkeit der Versorgung, das ist auch ein wichtiges Zeichen dafür, dass der Gesetzgeber die Bedeutung der Digitalisierung für das Gesundheitswesen erkannt hat. Wir machen damit die Versorgung zukunftsfest. Mit dem digitalen Versorgungsgesetz setzen wir genau das um, worüber jahrelang gesprochen worden ist. Wir machen die digitale Innovation zum festen Bestandteil der Regelversorgung. Vielen Dank.